Wir werden uns jetzt um Selen und auch ein wenig um Jod, aber Jod mehr im Hinblick auf Schilddrüsenhormone bei der Schwangerschaft betrachten. Sie kennen dieses Bild, das ist Selene, die griechische Göttin des Mondes, wonach Selen benannt ist, und ihr sterblicher Liebhaber Endymion. Sie war unsterblich, er alterte, deshalb hat sie ihn immer in Schlaf versenkt, wenn sie ihn nicht brauchte. So manch eine Ehefrau wünscht sich diese Fähigkeit auch heute. Was sie gemacht hat, sie hat ihn also regelmäßig in Schlaf versenkt, hat ihn aber auch regelmäßig heimgesucht. Wir hatten vorhin dieses Foto, diese Karikatur gesehen. Sie hat insgesamt 50 Töchter mit ihm gezeugt. Ich bin mir sicher, sie haben jedes Mal ein eigenes neues Lied dafür kreiert. Und wahrscheinlich hat sich Homer unter Umgehung des Copyrights da großzügig bei bedient, bei seinem epischen Werk. Das wissen wir alles nicht, das ist in der Vorzeit. Wir gehen etwas mehr in die Realität, in die Gegenwart. Und da wissen wir heute noch, Selen, das A und O für unsere Schilddrüse zusammen mit der Jodversorgung. Für den Mann, aber auch für die Fertilität, da werde ich nachher zwei, drei Details zeigen. Und für die Frau am ehesten auch bei der Schilddrüse, denn eine Hypothyreose ist eine häufige Ursache für Subfertilität der Frau, nicht beim Mann. Umgekehrt ist der starke Selenmangel ein Problem für den Mann, aber nicht für die Frau. Das werde ich auch gleich noch zeigen. Wenn wir uns an Jodmangel erinnern, dann kennen wir die schweren Formen. Das ist aber das, was uns weniger interessiert. Denn in unserer Gesellschaft sehen wir die schweren Formen nicht. Hier mal so ein Beispiel aus Marokko, ein sehr ausgeprägter Struma, knotig. Wir kennen das kombinierte Bild und das ist noch viel erschreckender aus den Zentralregionen Afrikas, wo sowohl Selen als auch Jodid fehlen und man einen Minderwuchs hat, eher eine Schilddrüse vom Hashimoto-Type, aber auch eine sehr starke geistige, körperliche Entwicklungsretardation. Die drei Punkte möchte ich gern adressieren. Zum einen Jod- und Schilddrüsenhormon in der Schwangerschaft, dann die Interaktion zum Selen und dann Zusatzrollen von Selen, die zum Teil schon angeklungen sind.